Hey Leute, wir müssen weiterhin Spurensicherung betreiben bei Part 32 von Let's Play Memento Mori 2, Wächter der Unsterblichkeit. Und ich habe jetzt beschlossen, noch einmal mich hier überall umzusehen und überall da Markierungen, Schrägstrich, Fotografien anfertigen zu lassen, wo ich meine, dass etwas sein könnte, wenn das überhaupt noch geht. Davon hätte ich gern ein Foto. Ah, okay. Alles klar. Das hatte ich mir nämlich gedacht, dass das irgendwie jetzt hier so sein soll. Nein. Das sind deutliche Abdrücke großer Schuhe, von denen einer eine gerissene Sohle hatte. Eine gerissene Sohle? Das sollten wir dokumentieren. Okay, es geht also mehr als 8. Ups, Hotspot-Anzeige, alles klar. Die Zigarettenstummel hat man schon in der Gasse. So. Ist da nichts mehr zu sehen? Ich kann gerade so erkennen, dass die Tür auf der anderen Seite mit Brettern verrammelt wurde. Okay. Seiteneingang. Alles nochmal angucken. Ich glaube ja nicht, dass das hier so weit entfernt irgendeine Rolle spielt. Die Eingangstür ist vergittert. Da ist niemand durchgegangen. Metallzaun. Blutfleck. Achso, nein, Fleck nur. Hätte mich jetzt auch gewundert. Das bringt doch nichts. Das haben wir bereits dokumentiert. Ah, haben wir schon. Das ist bloß Farbe. Haben wir schon dokumentiert. Ja, Leute. Dann würde ich mal sagen, haben wir alles. Dann würde ich sagen, Edwards. Edwards, haben Sie kurz Zeit? Klar. Billy beenden. Das wäre dann alles. Da liegen auch noch mal sowas wie in der Seitengasse. Hier so komische... Dachte, das wäre vielleicht was. Okay. Edwards, haben Sie kurz Zeit? Klar. Kann ich noch mal die Fotos sehen? Ich würde gerne rauskriegen, was ab dem Punkt passierte, als der Kontaktmann ankam. Aber klar. Jetzt muss ich die relevanten Beweisstücke in chronologischer Reihenfolge sortieren, um herauszufinden, was hier passiert ist. Okay. Also nochmal, ich bleib dabei, der ist eingestiegen. Und hat dann mit dem Burke gesprochen. Dafür musste der Burke... Der Kontaktmann schlich zum Auto, nahm auf dem Rücksitz Platz und Burke versuchte ihn im Rückspiegel zu sehen. Bis dahin bin ich auf der richtigen Fährte, denke ich. Aha, das sieht doch gut aus. Ja, und dann ist dann der Angriff schon passiert? Ich meine, der am Steuer saß, ist ja irgendwie auf jeden Fall angefallen worden hier. Und nochmal das Lenkrad. Ich vermute, okay, das müssen wir lesen. Er hat hinter Burke gesessen, was wir anhand der Lehmspuren auf dem Boden wissen. Anscheinend wollte er gegenüber Burke einen Vorteil haben oder nicht gesehen werden. Burke hat erst gemerkt, dass er da war, als er die Tür gehört und gemerkt hat, dass sich jemand hinter ihm setzt. Dann hat er den Rückspiegel verstellt, um ihn sehen zu können. Ich vermute, dass Burke am Steuer gesessen hat. Auf dem Foto sieht man, dass Flecken den Blitz reflektiert haben. Die waren vorher nicht sichtbar. Sitz mit Blutspuren? Auf dem Beifahrersitz ist Blut. Den Blutspuren nach stammt es nicht von einer sitzenden Person, sondern von jemandem, der blutend auf den Sitz gefallen ist. Und dann hat er doch bestimmt nach seiner Dienstwaffe im Handschuhfach gegriffen, oder? Er wollte sich mit der linken Hand, mit der er sich das Blut aus dem Gesicht gewischt hat, abstützen und sich aufsetzen. Mehr Blutspuren gibt es im Wagen nicht. Hat ihn der Kontaktmann gefesselt? Oh, hat er ihn gefesselt vielleicht? Oder mit dem Baseballschläger geschlagen? Das
selbst wenn er nichts mehr angefasst hat, musste er mehr Blut von seinen Verletzungen geben. Vermutlich hat ihm der Kontaktmann die fehlende Plastiktüte über den Kopf gezogen und ihn dann irgendwie weggeschleppt. Was ist damit? Vielleicht ist mir irgendein Hinweis entgangen. Oder doch der Baseballschläger? So ist es vermutlich nicht passiert. Vielleicht habe ich noch nicht alles gefunden. Ich muss mich mehr anstrengen. Okay, ich habe noch nicht alles gefunden. Also, sie hat jetzt mal keine Einwände bis dahin, oder? Nochmal. Finden Sie mit Hilfe der gesammelten Beweise heraus, was hier passiert ist. Legen Sie einzelne Beweisstücke in die Slots und entfernen Sie sie, um einen chronologischen Ablauf der Ereignisse zu erhalten. Sie können ein Beweisstück auch zwischen zwei Slots legen, indem Sie es festhalten und in die Mitte klicken. Das verstehe ich nicht ganz. Haben Sie viele Beweise gesammelt, können Sie sie durch Drücken der Tasten durchsehen. Okay, Leute, ich sehe mich mal offscreen nochmal um. Ich erspare euch das jetzt und wenn ich was finde, dann schalte ich euch wieder rein. Ich glaube zwar immer noch, dass das hier so ungefähr abgelaufen ist, aber wir werden sehen. Bis dann. Hey Leute, da bin ich wieder. Schaut mal, was ich vollkommen übersehen habe. Ein Fragment. Da hängt ein Stück Stoff. Es könnte aber auch Plastik sein. Ist er hier über den Zaun geschleppt worden? UV-Licht. Hier ist nichts Interessantes. Aber markieren kann ich's doch bestimmt, oder? Machen Sie bitte ein Foto davon. Ist das vielleicht das fehlende Fragment, Leute? Kann das sein? Also nochmal, die Geschichte, die ich da jetzt bisher ausgearbeitet habe, finde ich nicht schlecht. Die Frage ist nur, ob zwischendrin irgendetwas fehlt. Edwards, haben Sie kurz Zeit? Klar. Bitte, bitte nochmal die Bilder. Kann ich nochmal die Fotos sehen? Ich würde gerne rauskriegen, was ab dem Punkt passierte, als der Kontaktmann ankam. Aber klar. Jetzt muss ich die relevanten Beweisstücke in chronologischer Reihenfolge sortieren, um herauszufinden, was hier passiert ist. Weil ich meine, dieses Fragment würde doch passen, dass man sagt, okay, der Burke ist überfallen worden und man hat ihn weggeschleppt. Das ergibt doch keinen Sinn. Hm. Ich glaube, wir haben einen Hinweis übersehen. Denkst du, wir haben einen Hinweis übersehen? Also sie hat bis hierhin gesagt, alles in Ordnung, das verstehe ich. Also gut, ich tue die jetzt alle mal wieder weg. Alle wieder weg. Bis auf die ersten drei. So. Trotzdem würde ich sagen, der müsste stimmen. Ja, und wir sind ja jetzt von der Szenerie her immer noch im Auto. Nochmal, was sagt sie hier? Die Blutspuren haben die Form von Fingern, als ob jemand versucht hat, sich abzustützen. Auf dem Beifahrersitz ist Blut. Den Spuren nach stammt es nicht von einer sitzenden Person, sondern von jemandem, der blutend auf den Sitz gefallen ist. Ich vermute, dass Burke am Steuer gesessen hat. Auf dem Foto sieht man die Flecken, die Blitz reflektiert haben. Der hat ihn von hinten überfallen. Dann hätte ich gesagt, hat der Burke sich ab... Ich glaube, das stimmt aber so. Da muss ich dazwischen rein. Hat er... Ach so, jetzt verstehe ich das mit dem... Hier kann ich zwischen so. Der gerissene Baseballschläger spricht eine deutliche Sprache. Sind Burkes Methoden wirklich so widerlich? Und würde er hier etwas nehmen? Nein, das ist jetzt hier auf den Burke projiziert. Das ist es, glaube ich, nicht. Was ist mit dem Plastik? Der Kontaktmann schlich zum Auto, nahm auf dem Rücksitz Platz und Burke versuchte, ihn im Rückspiegel zu sehen. Bis dahin bin ich auf der richtigen Fährte, denke ich. Okay. Also die anderen nicht. Pö, Leute. Dann doch mal dazwischen rein. Ihr. Wobei, nee, sie hat das ja jetzt vorgelesen.
Aber nur bis hierhin, ich verstehe es noch nicht ganz. Also die Theorie, dass das hier den Abschluss bildet, ich glaube, die ist nicht verkehrt. Oder das hier. Was ist damit? Vielleicht ist mir irgendein Hinweis entgangen. Nein. So ist es vermutlich nicht passiert. Nicht passiert. Vielleicht habe ich noch nicht alles gefunden. Ich muss mich mehr anstrengen. Noch mehr. Leute, ich schalte euch noch mal kurz weg und versuche herauszufinden, wie es passiert ist. Bis gleich. Leute, wie ihr seht, bin ich wieder beim Beweise sammeln. Ich werde jetzt einfach mal alles markieren, was ich noch nicht markiert habe. Weil was anderes fällt mir jetzt gerade echt nicht ein. Weil sie sagt immer, ich habe vielleicht Beweise übersehen. Also markiere ich jetzt mal alles. Davon hätte ich gern ein Foto. Und hoffe, dass dann entweder... Das sollten wir dokumentieren. Weil sie sagt immer, sie hat noch nicht genug Beweise. Bam. Aber ich glaube, jetzt habe ich alles, oder? Bin mir noch unsicher. Edwards? Klar. Hinweise? Kann ich noch mal die... Aber klar. Jetzt muss ich die relevanten Beweisstücke in chronologischer Reihenfolge sortieren, um herauszufinden, was hier passiert ist. Ich habe etwas, aber es kommt mir irgendwie nicht richtig vor. Gibt es hier noch weitere Hinweise? Ja, habe ich doch. Aber sie sagt immer, sie will noch weitere Hinweise. Ich verstehe es nicht, Leute. Am Lenkrad fällt mir nichts Besonderes auf. Verdammt. Blut. Und gar nicht mal wenig. Das sollten wir fotografieren. Ach, Leute. Schaut mal. Ich habe vergessen, mit der UV-Lampe hier das Lenkrad anzuvisieren. Ich dachte zwar, das hätte ich gemacht, aber ich musste in der Lösung nachgucken, in meiner Verzweiflung, Leute. Und, Edwards? Klar. Meine Hinweise waren natürlich absolut richtig. Jetzt muss ich die relevanten Beweise... Nur hatte ich hier... Ja, das dachte ich mir. Da hatte ich hier ein Bild vom Lenkrad ohne UV-Licht und ich brauche das mit UV-Licht. Ach, herrje. Also stieg der Kontaktmann hinten ein und schlug Berg. Der fiel auf den Beifahrersitz und versuchte wieder hochzukommen. Ich hab's fast. Ja, wie schon gesagt, Leute, das kommt jetzt aus diversen Lösungen. Nur hier hatte ich eben das falsche Bild, das nicht UV-Lichtbild. So ist das höchstwahrscheinlich passiert. Das ist ja auch doof. Also, dass da gar kein Hinweis kommt. Untersuchung abschließen. Anhand der Spuren, die ich neben und in Captain Burkes Wagen gefunden habe, konnte ich die Ereignisse rekonstruieren, die zu seiner Entführung geführt haben. Die oben erwähnten Spuren sind Teil der Fotobeweise. Es ist offensichtlich, dass Captain Burke den Informanten erwartet hatte, aber er kam von hinten. Spur, Schuhabdrücke, die zum Wagen führen, und setzte sich hinter ihn auf den Rücksitz, Spur auf dem Boden. Burke war vermutlich klar, dass seine Lage brenzlig war und er wollte sie ein wenig verbessern, der verstellte Rückenspiegel. Wahrscheinlich hat ihn der Informant in diesem Moment angegriffen. Er schlug mit dem Kopf gegen das Lenkrad, Blutspritzer mitten auf dem Lenkrad und wurde dann auf den Beifahrersitz geschleudert, Blutspritzer auf dem Sitz. Burke versuchte vermutlich vergeblich, sich aufzurichten, Blutfleck auf dem Armaturenbrett. Der Informant muss ihn mit seinen eigenen Handschellen gefesselt, ihm die Plastiktüte über den Kopf gezogen, eine Plastiktüte fehlt, und durch den Zaun um das verschlossene Tor herum in die Seitenstraße geführt haben. Plastiktütenteil. Aha. Also, aus den Hinweisen geht Folgendes hervor. Der Kontaktmann hat Burke vom Rücksitz aus angegriffen und entwaffnet. Dann zog er ihm eine Plastiktüte über den Kopf und entfernte sich mit ihm vom Wagen. Und dank des Fetzens von der Plastiktüte wissen wir, wohin. Das müssen wir melden. 523, wir haben hier ein 1199. Detective Durant, die uns begleitet, hat Hinweise gefunden, dass Captain Burke entführt wurde. 523, Detective Durant, wer ist das? 523, eine Expertin aus der Abteilung für... Kunstraubermittlungen.
Kunstraubermittlungen. Das FBI hat sie für den Mission Street-Fall angefordert. 523. 1023. 523. Die meisten Leute sind beim Raubüberfall am Union Square. Ihre Verstärkung lässt ein wenig auf sich warten. Detective Durant wird gestattet, das Gebiet zu überwachen. Aber betreten Sie auf keinen Fall ein Gebäude, bevor die Verstärkung da ist. 523. 1004. Sie haben es ja gehört. Sie müssen sich vorsehen. Ich gebe Ihnen ein Funkgerät und die Kamera mit. Okay, Leute. Wir haben jetzt hier offiziell den Auftrag bekommen. Schauen wir mal, was ich alles noch nicht gelesen habe. Na, okay, das hatten wir schon. Ah. Ich und meine Klickerei. So. Angreifer ohne Gesicht. Burke ist ein Dummkopf. Er wollte etwas über den Fall in der Mission Street in Erfahrung bringen und zwar alleine. Wie viele Regeln hat er gebrochen? Jemand hat ihn von hinten im Wagen angegriffen, ihn ausgeschaltet und weggeschafft. Ist er überhaupt noch am Leben? Und wenn ja, wie viel Zeit hat er noch? Jemand hat den weggeschleppt? Diesen Koloss? Menschenskinder. Ich würde mal versuchen, die Verfolgung aufzunehmen. Wir betreten kein Gebäude, keine Sorge. Zumindest im Moment noch nicht. Und würde mal schauen, ob ich durch den Zaun komme. Ich kann gerade so erkennen, dass die Tür auf der anderen Seite mit Brettern verrammelt wurde. Der Kontaktmann hat Burke über den Zaun in die Seitenstraße geschleift. Ja, jetzt müsste ich auch Gasse hinter dem Zaun. Jetzt müsste ich auch irgendwie über den Zaun, wollte ich sagen. Gasse hinter dem Zaun. Kira, ist das Burke? Nein, das ist nur ein Obdachloser. Er wurde angeschossen, ist schwer verletzt und im Delirium. Das sieht nicht gut aus. Ich rufe einen Krankenwagen. Nein. Floyd bleibt hier. Keine Ärzte. Keine Nadeln. Jetzt kennen wir wenigstens seinen Namen. Ich rufe trotzdem an. Aber das muss er ja nicht hören. Hoffentlich kommt er bald. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Die beiden Cops haben mich durchgelassen, als sie meine FBI-Marke gesehen haben. Aber wo hast du vorhin gesteckt? Da habe ich vermutlich gerade Burkes Wagen untersucht. Ach so. Nun, wenn... Glänzen. Alle Farben. Glänzen. Das sieht nicht gut aus. Er hat sehr viel Blut verloren und steht unter Schock. Wenn du ihn trotz seiner Gegenwehr behandeln willst, dann tu es. Ich hindere dich nicht daran. Das ist schon etwas sehr dubios, dass jetzt hier gerade Kira aufgetaucht ist. Leute, ich habe aber ziemlich viel Energie verbraucht bei dem ganzen Hinweisen suchen, auch den Teil, den ihr jetzt offscreen nicht gesehen habt, und würde deswegen jetzt mal hier den Part beenden. Und ich würde vorschlagen, mit Kira, Floyd und hoffentlich Burke machen wir dann weiter im nächsten Part von Let's Play Memento Mori 2. Bis dahin, ciao!